Also Herrschaften, es geht heute mal in der neuen Folge von Mikes Meinung mal um einen Fahrer, den ihr alle kennt. Und das passt ehrlich gesagt auch ganz gut, denn der Australien Grand Prix steht ja vor der Tür und es geht um einen australischen Fahrer. Nein, es geht nicht um Daniel Ricciardo, haha. Und zwar geht es heute mal um den Formel 3 und Formel 2 Champion Oscar Piastri und die Frage, wo könnte er 2023 denn fahren? Denn ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe insgesamt 3 Teams gefunden, wo er meiner Meinung nach fahren könnte und die werde ich euch jetzt mal aufzählen. Oscar Piastri hatte vor kurzem erst Geburtstag, erstmal Glückwunsch nachträglich und ja, es tat mir natürlich auch schon so ein bisschen in der Seele weh, dass er, obwohl er wirklich so ein Supertalent ist, dass er keinen Platz, also ein Stammcockpit bekommt. Und das finde ich doch ehrlich ziemlich schade. Heutzutage ist es in der Formel 1 so, hast du Talent? Ja. Hast du Geld? Nö. Hast du Talent? Ja. Hast du Geld? Ja. Willkommen im Team. So tickt die Formel 1 nun mal und da können wir nichts machen. Es war schon immer so. Aber jetzt mal zum Thema. Welches Team oder welche Teams könnten denn diejenigen sein, bei denen er 2023 als Stammfahrer fahren könnte? Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Team Nummer 1 wäre Scuderia Alpha Tauri. Wie ich darauf komme? Ganz einfach. Pierre Gasly hat einen Vertrag bis einschließlich Ende 2023, aber was Tsunoda angeht, ich weiß noch nicht so ganz. Also es ist ja noch früh in der Saison und ich will ja auch noch nicht hier diese ganz großen Vergleiche ziehen, aber sein Problem ist und bleibt die Qualifikation. Denn gerade 2021 ist er oft in Q1 gescheitert und hat hier und da natürlich auch ein paar Unfälle gebaut, wie zum Beispiel die Frankreich-Qualifikation, wo er rückwärts in Kurve 1 reingehämmert ist. Außerdem rastet er ganz gerne mal aus und ja, wie dem auch sei. Es ist für Tsunoda natürlich jetzt wichtig, dass er in dieser Saison 2022 halt abliefert. Denn wenn er nicht abliefert, ist er schnell wieder raus. Und ich dachte mir, warte mal, da könnte doch eigentlich Piastri reinkommen. Denn wenn Gasly als Nummer 1 Fahrer bleibt, ne, kann er Piastri noch was beibringen. Also das wäre einer der möglichen Optionen, die der Australier hätte. Okay, als zweites Team habe ich mir Williams ausgesucht, denn Alex Albon ist da in meinen Augen nicht auf der Kippe, denn er ist ja noch neu im Team und man weiß auf jeden Fall, was Alex Albon kann. Latifi ist seit 2020 im Team und ich habe so das Gefühl, das könnte unter anderem seine letzte Saison sein, wenn er sich jetzt nicht mal richtig anstrengt. Denn wenn wir die Saison 2022 mal anhand von 2 Rennen mal Revue passieren lassen, dann ist mir aufgefallen, dass Latifi ganz gerne mal das Auto in die Wand setzt und auch 2021 konnte er mit Russell zu 95% nicht mithalten. Gut, hat er am Ende der Saison mehr Punkte geholt, aber das war einfach mehr purer Zufall, weil der Ungarn Grand Prix war bekloppt. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und zwar habe ich mir gedacht, Albon und Piastri 2023 in Williams. Das wäre ja auch eine Option, oder was meint ihr? Also Albon hat ja schon Erfahrung und die könnte er an Piastri weitergeben. Das wäre Option Nummer 2. Jetzt aber zur Option Nummer 3 und die scheint meiner Meinung nach, glaube ich, zu funktionieren. Denn das Team, wo er meiner Meinung nach am stärksten gefragt sein könnte, wäre Aston Martin. Denn wie wir alle wissen, Sebastian Vettel fährt seine, wenn ich mich nicht täusche, seine 16. Saison. Er ist ja nicht mehr der Allerjüngste und ich glaube nicht, dass Aston Martin ein Auto zur Verfügung stellen kann, womit Sebastian um die Podien mitkämpfen kann. Die sagen ja immer wieder, ja, wir in ein paar Jahren wollen wir Weltmeister werden. Ja, dann würde ich mal sagen, dann fangt mal an, ein Auto zu designen. Selbst Jacques Villeneuve sagt das. Der hat auch gesagt, Aston Martin hat irgendwie verlernt, wie man ein Auto designt. Damals noch im Racing Point. Ich denke mal, dieser pinke Mercedes sagt euch noch was. Ich glaube einfach, dass Vettel einfach nach der Saison keine Lust mehr haben wird, irgendwie um Platz 8, 10, 12 oder 15 zu kämpfen, denn ich glaube einfach, dass es nicht so weit ist. Spekulationen zufolge soll Aston Martin auch an einem B-Auto dran sein, das erst in der Sommerpause oder roundabout Sommer herumkommt. Ich glaube einfach, dass es seine letzte Saison sein wird, was eigentlich sehr schade ist, denn ich mag Sebastian. Ich habe ja auch ein schönes Leinwandbild von ihm an der Wand da hinten, habt ihr ja eben vielleicht gesehen und ich glaube einfach, es ist seine letzte Saison, auch wenn es halt naja, ziemlich hart ist, das Ganze überhaupt auszusprechen. Deswegen, ich glaube, Oscar Piastri könnte, ich betone nochmal, bei den 3, könnte bei Aston Martin unterkommen. Lance Stroll hat ja mittlerweile auch schon die gewisse Erfahrung, besonders im Regen. Ne? Also im Regen, das kann er. Deswegen ist er ja auch Türkei 2020 auf die Pole gefahren. Also,
Jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Was glaubt ihr? Wo könnte Oscar Piastri eurer Meinung nach denn 2023 als Stammfahrer unterkommen und begründet unter anderem auch wieso? Ja, in diesem Sinne, Dankeschön für eure Zeit und ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, die ihr mir jetzt in den Chat reinkleistert oder im Kommentarbereich auf YouTube. Das war die neue Folge von Mikes Meinung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.